Und willkommen zurück zu Far Cry 3. Ja, beim letzten Mal haben wir endlich die Mission begonnen von dem Doktor. Unsere Freundin Daisy ist da. Oh Gott. Jetzt bin ich high oder was? Bin ich jetzt high? Das ist mal neu. Neu? Ich persönlich mag ja die Roten. Ja, ich bin jetzt auf Droge, wie ihr seht. Oh Gott. Du bist wach. Vielleicht. Ach. Nicht ganz. Habe ich losgelassen oder was? Und jetzt falsch. Oh. Der Dschungel spricht nur durch den Krieger. Der Pfad führt ins Herz des Dschungels. Der Studi hat angerufen, ich hab die Rolle. Was ist mit dem Rest von unserem Urlaub? Ich dachte, wir könnten wie Erwachsene drüber reden. Was geht denn hier schief? Lisa, wir sind in Bangkok zusammen. Und ich kann nicht fassen, wie schön du bist. Muss ich euch Scheißer trennen, so wie eure Freunde? Ich hab dir versprochen, auf euch zwei aufzupassen. Riley ist dein kleiner Bruder. Er sieht zu dir auf. Hey Jay, du kommst doch zu meiner Zeremonie nächsten Monat, oder? Tut mir leid, hab zu tun. Fuck. Dr. Anna? Was geht hier ab? Alter. Hallo? Wofür hast du denn Angst? Du bist ein echtes Naturtalent. Grant? Pilze. Da vorne die Höhle dann. Da ist einer. Oh Gott, der Mann. Los weg hier. Ah, dann flippen wir uns. Keines mehr. Ah, hier ist eine Kiste. Die nehmen wir mit. Halb zerknüllte Zigarette, alles klar. Wow, wie lange war ich da unten? Alter, what the fuck? Was? Warum mal ein Stützpunkt oder sowas? Auf die Karte gucken. Jetzt kommt eine nächste Partie. Ja. Schauen wir schon. What the fuck? Ich hoffe, Daisy lebt noch. Und der Doktor hat hoffentlich seine Finger von ihr gelassen, ey. Wenn er da auch so auch nicht mehr lange hätte. Schon lange nicht mehr. Aua. Oh Gott. Das geht schief. Jack, bist du hoch? Oh Gott. ja, wir haben jetzt ein kleines Problem, Leute. Ich glaube. Ich glaube, ich bin tot. Oder kann ich mich retten? Nein! Oh Gott. Das war's. Gott, ich dachte, ich könnte mich da voll nur retten, aber. Ja, da bin ich wohl ein bisschen zu schnell gerannt. Ja. Jetzt müssen wir die Kletterpartie nochmal machen.
Na, wo sind wir jetzt da? Okay. Dann nehmen wir da mit. Okay. Dann passe ich aber auf, ich gehe diesmal am Rand entlang. Und ehrlich. Diesmal passiert mir das aber nicht. Naja. Nur man will ja nicht runterfallen, das wäre ja scheiße. Oh, was machen wir jetzt da oben? Erreichen die Spitze der Klippen muss locker, ja. Bernhard. Okay. Ist das. Warum ist eigentlich rot? Ist das feindlich oder was? Nee, da unten ist zum Doktor. Okay. Da. Da raus. Ach gut. Ist der alte Dog. Doggy, okay. Irgendwas mit Doggy habe ich da gefunden. Oh, Jason, was für eine Überraschung. Ich habe was Feines für uns gebraut, während sie weg waren. Oh ja, und das Mädchen ist jetzt... Sie ist jetzt wach. Sie hat aber starkes Fieber. Wo sind denn meine kleinen Freunde? Oh, oh ja. Die habe ich schon genommen. Ja. Ich habe die Pilze. Wunderbar. Geben Sie her. Ich brauche bloß noch ein paar Minuten, um die Medizin zuzubereiten. Los, sehen Sie nach ihr. Ich hab mir das Gefühl, der macht sich irgendwie Drogen oder sowas. Und nicht irgendwie was für ein Mädchen. Also. Jason. Wie geht es dir? Oh, du konntest fliehen. Das macht mich glücklich. Der Doktor ist echt ein Freak. Ach, der ist harmlos. Sogar echt nett eigentlich. Er hat mich hergetragen. Ich bin aus dem Konvoi geflohen. Dann wurde ich ohnmächtig. Der Doktor hat mich gerettet. Schön, dass du es geschafft hast. Ja. Das war echt hart hier. Jason, was ist? Grant, er... Hör auf! Daisy. Nein! Es tut mir so leid. Also, das war's dann? Ich... Was ist das? Kommst du hier klar? Ich muss mit dem Doktor über die anderen reden. Ja. Ganz sicher? Geh. Jason, wer immer es war, der Grant getötet hat, er verdient den Tod. Können wir reden? Aber natürlich. Vielen Dank für Ihre Rettung. Ach, gern geschehen. Aber vier meiner Freunde und mein kleiner Bruder fehlen noch. Wenn ich sie finde, kann ich sie herbringen? Auf keinen Fall. Ich kann mir nicht erlauben, Vaas Gefangene aufzunehmen. Seine Männer kaufen schließlich immer bei mir ein. Dann ist es der sicherste Ort. Hier würde er bestimmt nicht suchen. Bitte, Doktor. Er muss die anderen herbringen. Sonst werden sie sterben. Agnes. Dir kann ich nichts abschlagen. Agnes? Natürlich können sie bleiben. Oh, ich werde eine
doppelte Dosis brauchen, um mich zu beruhigen. Ich komme klar. Warte hier, okay? Ich werde die anderen finden. Also der Doktor hat sich Agnes genannt. Ich habe irgendwie einen... Wie geht's deinem Freund? Meiner Freundin. Ja, ihr geht's gut. Dank dir, Dennis. Du hast das gemacht. Nicht ich. Es ist dein Sieg. Wo sind die anderen? Kann ich irgendwie nach ihnen suchen? Gibt es irgendwas, das mir weiterhilft? Naja, Jason. Die Piraten haben eine Satellitenschüssel für ihre Kommunikation auf der Medusa. Du könntest in den Funkraum gehen und sie belauschen. Was ist die Medusa? Ein Schiff, das in der Nähe gestrandet ist. Piraten bewachen es. Der Pfad des Kriegers, Jason. Trainiere deinen Körper und dein Geist wird folgen. Das Tatau wird dich weiterbringen. Also wie gesagt, der Typ hat sie Agnes genannt und das ist ja irgendwie sehr seltsam. Ich finde, da muss es ja irgendwie einen Hintergrund geben. Weil, keine Ahnung, weil der halt vielleicht irgendwelche Drogen genommen hat und sie jetzt als seine Frau oder sowas sieht, oder seine Schwester, ich weiß es nicht. Ich denke mal eher seine Frau, ne? Er denkt, das wäre seine Frau und deswegen hat die, kann er keinen Wunsch abschlagen. Weil er sie halt als diese Person sieht. Wenn du in der Story vorkommst, schaltest du neue Anleitung frei. Ja. Okay. Erprüf deinen Fortschritt, ja. Schnellreise, das kenne ich schon. Herstellung. Jetzt mal nochmal. So. Ich darf von hier noch machen. Stinkt hier Jagdinstinkt. Tiere können immer ihren Geruch wahrgenommen werden. Von den Feldtieren nicht, wenn man sich nähert. Das Auto und fahren wir nur. Und hier werden die sein. Ich steck mal aus. Könnten welche sein. Waffengurt habe, werde ich jetzt nochmal hier hochgehen und gleich woanders hin schnell reisen. Keine Sorge. Weil ich mir nämlich jetzt eine zweite Waffe holen. Am besten wäre ein Scharfschussgewehr mit Schalldämpfer. Mal gucken. Was haben
Batman hier. Ah, nee, ich habe mir noch keinen scharfes Gewehr. Ein Sturmgewehr vielleicht, ja. Ja, klar. Ich nehme die, ja. Mit. Und mit Rotpunkt-Besier. Ausrüsten. So. Jetzt sind wir mal ein bisschen hier. Das Sturmgewehr wird von der Schweizer Armee benutzt und in der ganzen Welt exportiert. Truppen in Brasilien, Indien und sogar in Vatikan setzen Varianten des STG-90 ein und das, obwohl es weder über eine Korkenzieher noch über einen Nagelknipser verfügt. Könnten auch den Wingsuit benutzen. Müssen wir überhaupt hin? Medusa. Michael Blind. Einfach in die Richtung. So. Da hinten ist Medusa, was auch immer das da hinten ist. Der Turm ist auf jeden Fall schon aktiviert. Die Grafik sieht aber echt geil aus. Es wird im vierten Teil sogar nochmal besser. Nur den Turm. Noch 1300 Meter. Turm 5, 3. 1320. Ja, es wird immer weniger. Hirschfeld, wie liegt das hier auf dem Weg? Da oben. Ja, das liegt auf dem Weg. Machen wir das auch mal. Da unten ist ein Auto. Weilen wir uns. Ich kann versuchen, mal im Wasser zu landen. Mann, hier noch. Was ihr heute wohl kocht? Ha. Geh weg von mir, ey. Macht er immer mit dem Schwein, irgendwelche perversen Sachen, ey. Er schneidet das auf. Sieht irgendwie komisch aus, wie er da am Schwein rumfummelt, die Animation. Sieht irgendwie seltsam aus. Da haben wir eine Kiste. Da haben wir eine Kiste. Und hier auch. Ja, ich hoffe, das Auto braucht den nicht mehr, weil das gehört nämlich jetzt mir auf den Schlag nacht. Ja, scheiße, den Platz jetzt. Ja, hier nach oben ist irgendwas, ein Sternchen. Oh Gott, wir müssen erst ein bisschen was freischalten, damit wir mal diese ganzen Dinge machen können.
vor mir uns irgendwie in die Schlacht da schlagen und den ganzen Ostposten da machen. Oh, jetzt mal. Ne, den könnten wir uns aber doch mal krallen. Ich fahre mir vor. Und wenn er jetzt schon auf unserem Weg ist. Das hier sind. Ich will doch... Ach, Leute. Der Außenposten ist unklar, aber wenn du wirklich helfen willst, zieh dir an, was an den Aushangtafeln hängt. Na, machen wir uns halt mehr drei Spritzen. Ich hoffe, ich habe genug. Okay. Dann ist ja gut. So reicht es auch mit zwei. Jetzt geht's los! Wollen wir so eine Mission machen? Ja, komm. Ein Pirat hat eine Farm übernommen, um Drogen anzupflanzen. Töte ihn mit einem Messer. Okay. Ja. Okay. Alter. Na gut. Kann man machen. Okay, jetzt hat er mir den angezeigt. Ist klar. Scheiß Piraten, alle Schweine. Mach mal. Und dem Mission haben wir noch keine gemacht. Vielleicht nicht schlecht, wenn wir mal sowas machen.
Gameplay gerade völlig falsch. Oh, ich hab keine Ahnung. Ich sonst fahren soll, aber ich will auf der Straße bleiben. Möglichst. Warum fahr ich eigentlich halt lange? Ich fahr eigentlich. Richtig, weil ich. Ja, gut, um nicht zu fahren. Okay. Aber ich. Da ich keinen Timer mehr habe, da mein Handy schrott ist, mache ich jetzt mal ausgefüllt erstmal einen Cut. Falls die Folge so kurz ist, dann werde ich dann. Ja, was zusammenschneiden. Und ja, bis zum nächsten Mal. Wir machen die Mission dann. Tschüss.